So, jetzt geht's los. Es ist leider jetzt nicht der Vortrag, ist vorhandene Migration aus Entwicklersicht, weil der Paul Peitz leider krank ist. An der Stelle, wenn er zuhört, gute Besserung, aber er sollte lieber nicht zuhören, sollte sich lieber erholen, aus meiner Sicht. Wir haben dann kurz überlegt, was wir jetzt da machen stattdessen, und wir haben dann eigentlich relativ schnell spontan entschieden, wir packen eines unserer alten Webinare. Wir haben ja einige, die uns kennen, werden ja wissen, dass wir von Zeit zu Zeit, beziehungsweise alle 2 Monate eigentlich ein ABAP-Webinar machen, und wir packen ein altes Thema raus, was nicht mit den anderen irgendwie korreliert. Und wir sind dann draufgekommen, wir haben ein ABAP Managed Database Procedures Webinar gemacht vor knapp 3 Jahren mittlerweile schon, am 31. Januar 2020. Ja, und das werden wir jetzt einfach ein bisschen zu Gemüte führen. Gleich mal vorweg, ich habe in der Früh alle gelobt, dass sie so super tolle Live-Demos haben. Wir sind sehr mutig, aber das haben wir uns dann doch nicht traut, dass wir jetzt noch schnell alle Live-Beispiele vorstellen. Aber es gibt viele Coding-Beispiele auf den Slides. Aber verzeiht uns, wir werden keine Live-Beispiele machen. Ja, gibt es noch was zu sagen dazu, Daniel? Nein, ich denke, das war's. Dann würde ich sagen, legen wir los. So. Okay, die gehen wir drüber. Das ist nicht so wichtig jetzt. Okay, wir haben mit OpenSQL 740, wir haben uns das damals angeschaut. Zu dem Zeitpunkt, 740 hat es ja noch, oder vor 740, hat es ja noch nicht so viele Sachen gegeben. Also, wir haben kein Union Call gehabt, zum Beispiel, kein Union All gehabt. Wir haben nur sehr eingeschränkte Join-Möglichkeiten gehabt. Wir haben zum Beispiel keine Expressions gehabt, kein Casting. Wie auch immer, es war zu dem Zeitpunkt vor 740, also 37 und ältere Releases, war es einfach nur sehr, sehr eingeschränkt mit SQL. Man hat dann meistens wahrscheinlich nur einen Select-Stern vom irgendwas gemacht, vielleicht einmal einen Join, einen Inner-Join, aber das war es dann im weitesten schon. Also nicht sehr viel. Dann mit 740 SP5, SP8 hat sich dann doch einiges getan. Da sind einige Erweiterungen dazukommen. CDS-Views und so weiter als Beispiel. Mit SP5, SP8, aber wir waren noch immer oder sind noch immer ein bisschen weg vom SQL 92 Standard. Der SQL 92 Standard ist, der heißt so, weil er im Jahr 1992 definiert worden ist. Also da ist offensichtlich doch noch ein bisschen Aufholbedarf. Vielleicht hat es sich in der Zwischenzeit geändert, wie gesagt, die Folien sind vom Status vor 3 Jahren, und wir haben es jetzt nicht aktualisiert in der Kürze. So viel ganz kurz zur Historie. So, wie hat es jetzt eigentlich früher ausgeschaut? Früher haben wir. Wir haben die Datenbank gehabt, eine traditionelle Datenbank, Oracle, Microsoft, was auch immer. Wir haben den Applikationsserver gehabt, und wir haben eigentlich die Programme so geschrieben, dass der Großteil der Logik und der datenintensiven Operation ist am Applikationsserver basiert. Das heißt, wir haben die Daten gelesen, haben vielleicht ein bisschen sortiert, gefiltert, berechnet, was auch immer, aber im weitesten haben wir sehr viel im ABAP-Stack ausprogrammiert. Und wenn man jetzt, der Begriff wird oft dann genannt Code to Data, Code Push Down, und wenn man jetzt aber eine In-Memory-Datenbank haben, die HANA in dem Fall, kann man natürlich immer mehr komplexe, rechenintensive Operationen an die Datenbank übergeben. Wir haben, glaube ich, vorher gerade über ABAP und Zeit gehabt. Da waren zum Beispiel nur Beispiele, diese Berechnungen von einem Datum, von einem Timestamp, einem Bereich zwischen 2 Uhrzeiten, Datum und so weiter. Also es gibt immer mehr Möglichkeiten in den CDS-Views zum Beispiel oder auch im normalen ABAP OpenSQL, wo man Dinge einfach der Datenbank, ja, übergeben kann. Das sollten wir auch nutzen. Einfach die Power ist da, die HANA schafft es. Wir sollten einfach, was geht oder was Sinn macht, die Dinge an die Datenbank übergeben und dort machen lassen. Wir haben sogar mal im Jahr 2016 auch ein Webinar gemacht. Da gibt es dann einen Link, offensichtlich, aber es dürfte auch auf YouTube wahrscheinlich sein, über diese Code to Data, also eine Übersicht. Da ist sicher ein bisschen über CDS gegangen, wahrscheinlich auch schon ein bisschen AMDBs. Ja. Gibt es dann einen Link, und da kann man dann nochmal nachschauen. Aber heute geht es speziell um die ABAP Managed Database Procedures, AMDB. Und die AMDBs sind kurz zusammengefasst, ich verwende AMDB oder SQL Script Möglichkeiten direkt im ABAP. Also ich nutze für gewisse Dinge die bestmögliche Performance mit komplexen Berechnungen, eigentlich in meiner ABAP-Umgebung, und ich nutze aber die Power, die SQL Script mitliefert. Und HANA bietet eben natürlich sehr viele Möglichkeiten. HANA und SQL Script, da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten im analytischen oder Bereich oder auch irgendwelche speziellen Funktionen. Ich habe ihn immer wieder gerne als Beispiel, diese ganze Fuzzy-Suche. Im ABAP ohne HANA ist eine Fuzzy-Suche sehr, sehr schwierig. Eine Ähnlichkeitssuche mit der SQL Script haben wir das fast out of the box in wenigen Minuten erledigt.
Und das war noch genau, wenn ich würde oder wir verwenden IMDBs unter Anführungszeichen noch nicht so oft. Wir verwenden es dann, wenn wir mit ABAP OpenSQL nicht auskommen, wenn uns dort die Möglichkeiten, wenn die Möglichkeiten erschöpft sind oder wenn mit CDS die Möglichkeiten erschöpft sind. Aber wenn dann, dann kann man mit IMDB weiterarbeiten. Es gibt natürlich Einschränkungen momentan oder zumindest von vor 3 Jahren, wo der Stand, ich nehme mal an, momentan auch, der hat sich glaube ich nicht verändert. IMDB sind natürlich datenbankspezifische Entwicklungen. Das ist so wie früher, wenn man ExecuSQL zum Weitesten gemacht hat. Das ist natürlich dann speziell auf die Datenbank, in dem Fall speziell auf die HANA-Datenbank. Das muss man einfach bewusst sein, wenn man das verwendet. Und sie sind zumindest zum damaligen Zeitpunkt, und ich glaube, das hat sich nicht geändert, Tommy, bitte korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, sind die IMDBs nur auf der SAP HANA mit der SAP HANA Datenbank verfügbar. So, wie schaut es jetzt technisch aus? So eine IMDB, technisch eigentlich haben wir dann eine ABAP-Klasse. Wir haben eine ganz gewohnte Umgebung, es gibt kein neues Entwicklungsobjekt, es ist einfach eine ABAP-Klasse. Die ABAP-Klasse fungiert als Container für diese SQL-Script-Kommandos. Es sind natürlich auch nicht nur einfache ja, Select-Operationen möglich oder Datenbankfunktionen möglich, es sind auch komplexere Logik möglich. Man kann auch wirklich mit ein bisschen if, else und so weiter einiges reinbringen an Logik. Der große Vorteil natürlich ist, es ist vollständig in ABAP integriert. Vollständig heißt, es gibt eine Code-Completion, es gibt, ich kann es debuggen. Debuggen geht es aber nur in der ADT, soweit ich mich erinnere, also nicht im GUI. Es ist ins Transportmanagement integriert. Zusammengefasst, es ist vollständig in ABAP integriert. Und es ist nicht so wie vielleicht früher die ExecuSQL, wo dann irgendeine Blackbox war und was komplett losgelöst vom ABAP war. Es ist natürlich mit der IMDB jetzt möglich, ein sehr einfacher Zugriff auf erweiterte HANA-Möglichkeiten. Da kommt nochmal das Beispiel von der FASI-Suche oder von der linguistischen Suche. Gibt es schöne Funktionen, die man wiederverwenden kann. Verfügbar ist es seit 47 SP05. Ich weiß nicht, in welcher Tiefe was schon alles verfügbar war. Aber wenn ihr 57er System habt, und das habt ihr die meisten, dann sollte es eigentlich vollständig verfügbar sein. So, wir haben zwei wesentliche Unterscheidungen, wenn wir über IMDB reden. Die eine ist auf der linken Seite, wir haben eine IMDB-Procedure. Das heißt, ich habe einen ABAP-Code und kann in meinem ABAP-Code, in meiner ABAP-Klasse einfach eine andere ABAP-Klasse-Methode aufrufen, in der dann SQL-Script prozessiert wird. Und dann kriege ich die Antwort zurück, was auch immer das ist. Die FASI-Suche als Beispiel. Das ist die eine Möglichkeit. Wird wunderbar einfach integriert, ganz normale ABAP-Klasse, wie gesagt. Easy zum Integrieren. Und die zweite Möglichkeit ist, dass hinter der IMDB, das ist dann technisch auch wieder eine Klasse und so weiter, aber dass es eigentlich hinter einem SQL-Statement ist. Das heißt, ich habe eine Table-Function, da wird dann der Domi noch ein bisschen drauf eingehen, und in der Table-Function mache ich Table-Function ist nichts anderes, wie ich mache einen Select auf eine, ich nenne es jetzt einfach Tabelle auch in dem Moment, aber hinter der Tabelle ist eigentlich eine Table-Function und dahinter verbirgt sich ein SQL-Script. Und der Anwender, der dann die Tabelle verwendet, der Entwickler, der die Tabelle verwendet, weiß gar nicht, dass das jetzt keine unter Anführungszeichen echte Datenbanktabelle ist, sondern dass dahinter ein SQL-Skript prozessiert wird. Kurzer, grobe Gegenüberstellung dieser zwei Möglichkeiten. Auf der linken Seite haben wir noch einmal die IMDB-Procedure, auf der rechten Seite diese sogenannten IMDB-Table-Functions. Auf der linken Seite sieht man schon, der Aufruf aus ABAP ist eben mit einer Klassen- und Methodenaufruf, so wie wir es kennen. Auf der rechten Seite, die IMDB-Funktion wird mit Select, Stern ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, Select, Feld, 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 von der Tabelle mit dem SQL-Skript dahinter aufgerufen. Auf der linken Seite haben wir dann die Implementierung. In dem Fall ist es eine Public Instance Methode bei der IMDB Procedure. Auf der IMDB Function braucht man eine public statische Methode. Das ist jetzt vielleicht nicht so entscheidend. Wichtig ist aber lesend und schreibend. Auf der IMDB Procedure auf der linken Seite kann man natürlich auch schreiben. Also wir können natürlich Daten lesen, die FASI-Suche noch einmal, oder wir können auch Daten verändern, manipulieren, währenddessen wir auf der IMDB Table Function auf der rechten Seite nur lesen können. Zumindest zu dem Stand von vor 3 Jahren, aber ich glaube, das hat sich auch nicht geändert. Wieso jetzt das eigentlich geändert haben? Also nur lesen können. Das ist der große Unterschied. Gut, Parameterdefinition auf der linken Seite wird es in der Methode definiert. Auf der rechten Seite muss man die DDL definieren, weil dahinter ist ein so, man pflegt es ähnlich wie einen CDS-View. Ich glaube, Domi, du hast vielleicht ein paar Screenshots, wo man das dann sieht.
Das ist dann via CDS-View zum Pflegen und dort sind auch die Parameter zum Pflegen. Also das ist ein bisschen komplizierter, kann man gar nicht sagen, ein bisschen aufwendiger, ein bisschen mehr Aufwand, das zu customizen. Wir haben bei der IMDb-Procedure haben wir natürlich Importing, Exporting und Changing-Parameter, währenddessen wir bei der IMDb-Table-Function eigentlich nur Importing und wenn einen Returning-Parameter haben oder ein Returning-Ergebnis haben. Okay, und dann gibt es noch einen Unterschied beim Mandantenhandling. Auf der linken Seite beim IMDb-Procedure ist es nicht automatisch, da müssen wir uns darum kümmern. Auf der rechten Seite ist es über Annotation automatisch möglich. So, wie schaut jetzt denn sowas technisch aus? Ich setze jetzt ein Codebeispiel. Das ist eine Klasse, die heißt ZCL-IMDb-Demo. Die hat eine Public Section und ein Interface. Und das ist schon mal das erste wichtig. Das ist ein sogenanntes Marker-Interface, IFAMDP. Marker HDP. Das quasi sagt dem Compiler oder sagt ABAP in dem Fall, dass das jetzt eine Klasse ist, die auch IMDb-Funktionen unterstützt. Und darunter haben wir eine Methode, die nennt sich IMDb-Demo. So schaut dann die Definition aus. Man hat Importing, Exporting, Changing, wie ich es vorher erwähnt habe, Parameter. In dem Fall haben wir dann Business Partner Type mit einem Default-Wert von 1. Die PUT 000 wird offensichtlich da zurückgegeben und der BU-Partner wird gechanged. Entschuldigung, ich sehe die Folien das erste Mal seit 3 Jahren wieder. Also vielleicht bin ich nicht, muss ja kurz ein bisschen nachschauen. Ja, das ist die Definition. Eigentlich nichts Besonderes, kennen wir soweit. Okay, kommt in Erklärung. Okay, da haben wir das Marker-Interface, IMDb-Marker HDP, muss angegeben werden. Und dann haben wir die Importing-Parameter, die Übergabe, ihr seht es eh vielleicht vorhin, wir haben ein Value-Statement, die Übergabe erfolgt als Werteparameter. Wir haben Importing möglich und Forschungswerte sind für einen Import möglich. So schaut die Definition aus. Bei der Implementierung schaut es ein bisschen anders aus als bis jetzt. Und zwar, wir haben oben, wir definieren die Methode wieder mit dem Method, IMDb-Demo und dann gibt es ein paar Zusätze, die man angeben muss, nämlich bei Database Procedure vor HDP Language SQL Script. Das ist mehr oder weniger derzeit Standard. Also wir haben keine andere Sprache. Zumindest meines Wissens nicht und keine andere Datenbank derzeit nicht. Zukünftig wird es wahrscheinlich hoffentlich einmal vielleicht mehr Möglichkeiten geben. Ich glaube, bei der Language kann man was anderes auch noch angeben. Da müsste man aber den Jörg Brandes fragen, ich weiß nicht, ob der halt da ist. Vielleicht kann der noch was sagen dazu. Auf jeden Fall ist eigentlich Pflichtangabe bei Database Procedure vor HDP Language SQL Script. Dann haben wir die Options Read-Only oder nicht. Das ist optional. Da kann man eben vergeben, ob wir noch Read-Only-Zugriff haben oder nicht. Und wir brauchen natürlich die Information, was wir dort verwenden für Datenbanktabelle zum Beispiel. In diesem Beispiel wollen wir auf die PUT 00 zugreifen, auf die Datenbanktabelle aus dem SAP. Aber damit man die verwenden kann, braucht man einen Using-Parameter, wo man definieren, okay, diese Tabelle wollen wir im Zugriff haben. Ja, und darunter, okay. Kommen wir noch später ein bisschen ins Detail, aber darunter ist einfach ein relativ einfaches SQL-Script-Kommando. Schaut auch sehr ähnlich aus wie im ABAP OpenSQL, das uns in dem Fall jetzt so eine FASI-ähnliche Suche durchführt. So, und das ist, wie es der Aufruf ausschaut, wenn ich jetzt diese Methode in einer eigenen Entwicklung verwenden möchte. Das heißt, ich erzeuge meine Instanz von dieser IMDb-Klasse und rufe die IMDb Demo-Methode in dem Verlauf, gibt die Importing-Parameter mit und die Changing-Parameter. So wird das prozessiert dann. Also eigentlich wie jede andere Methode. So, an der Stelle wäre jetzt eigentlich das Demo. Auf das verzichten wir heute, das trauen wir uns jetzt doch nicht drüber, dass wir das schnell live erzeugen. Deswegen gehen wir zum nächsten Schritt. Das nächste Thema ist SQL, ein bisschen mehr SQL-Script. Beim SQL Script ist es so, dass wir eigentlich haben wir, ich tue das schon fertig, haben wir so zwei grobe Unterscheidungen. Das eine ist, man kann deklarativ programmieren, ich nenne es jetzt mal so deklarativ. Das bedeutet, dass man mehr der Datenbank entscheiden lassen, zum Beispiel auch in welcher Reihenfolge und ob es was parallelisiert und so weiter. Wir tun eher nur spezifizieren, was wir haben wollen. Und SQL Script mit HANA, in dem Fall die HANA kümmert sich darum, dass das in der bestmöglichen Performance, was auch immer, durchgeführt wird. Das ist die deklarative Logik. Und darunter gibt es dann Imperativ, habe ich hingeschrieben, weiß gar nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber auf jeden Fall, dass der Programmablauf mehr durch uns Entwickler entschieden wird. Indem wir ja zum Beispiel mit einem If, Else oder was immer eingreifen, entscheiden ja wir über den Programmablauf schon einmal. Also je mehr Logiken wir in der Richtung einbauen, dass man, wenn wir While einbauen, If, Else und so weiter, dann wird automatisch daraus ein
also eine nicht deklarative quasi Umsetzung, erfolgt nicht deklarative Umsetzung und wir müssen uns ein bisschen mehr darum kümmern, um die Performance. Aber wenn man deklarativ arbeitet und im weitesten ist es so, ich mache einen Datenbankzugriff, vielleicht noch einen zweiten und einen dritten, dann erkennt die HANA das sehr wohl, ob das parallelisiert werden kann, ob es da Abhängigkeiten gibt und versucht es in der bestmöglichen Performance zu machen. So, wie schaut das Syntax aus? Der ist nämlich gar nicht so unterschiedlich. Das ist relativ easy und schnell verständlich. Wir haben jetzt an da oben oberes Beispiel SQL, aber OpenSQL. Zum Beispiel die Felder. Wir greifen die in dem Fall zu mit einer A-Tilde-Client. Also A ist der Alias für die Button 0. Wir haben es mit Komma getrennt in dem Fall die Spalten. Wir haben jetzt da kein Field-Statement. Das ist nicht nur ganz modern. Und das Pendant in SQL-Script ist einfach dann mit A-Punkt. Das heißt auch A.Client, A.Partner, A.NameLast und so weiter. Genauso auch kann man einen Alias angeben mit A.SName als Beispiel. Also an der Stelle schon einmal ziemlich gleich, bis auf die Tilde vielleicht. Dann haben wir Parameter, die wir vielleicht verwenden. An der linken Stelle sieht man schon, wir haben da eine ein Host-Symbol, ein @p_part. Das Part-End, das ist unser Parameter, den wir verwenden. Auf der SQL-Script-Seite haben wir einen Doppelpunkt p_in, also einen Doppelpunkt. Das ist der Unterschied an der Stelle. Auch relativ gleich. Bei der Sortierung, die HANA hat ja die Power. Wir sollten, wenn irgendwie möglich, immer auch die HANA gleich sortieren lassen, by the way. Vielleicht auch eine ganz wichtige Info für die Entwickler draußen. Die HANA ist eigentlich immer unsortiert oder man kann nie von einer Sortierung ausgehen. Wenn die Sortierung wichtig ist, sollte man einfach immer Order By mitgeben. Das ist der große Unterschied zu den derzeitigen traditionellen Datenbanken. Deswegen Order By, Name, Descending, das ist im OpenSQL die Sortierform. Und bei der SQL Script sagt man Desk. Das ist der Unterschied an der Stelle. Und die Ergebnisse, im klassischen ABAP machen wir ein Into-Table. In dem Fall haben wir eine Inline-Declaration mit Data-Result. Bei SQL-Script unten machen wir ein Tabelle, Equal oder ist gleich, Select und was auch immer. Und der letzte große Unterschied, der mich immer wieder verwirrt, auch zwischen den ganzen Programmiersprachen ist, okay, im ABAP haben wir immer den Punkt, bei SQL-Script haben wir den Strichpunkt, das verwechsle ich dann immer wieder. Ich glaube, das geht wahrscheinlich jedem so, weil man JavaScript programmiert und ABAP hin und her springt, kommt man immer wieder durcheinander, was jetzt denn das Ende ist, das Zeilenende. Ja, das war's zu dem. Jetzt würde ein Demo kommen zu den AMDB-Prozeduren und die werden wir uns an der Stelle auch schenken. Und ich übergebe einfach gleich weiter direkt an den Domi, der uns ein bisschen was über die CDS-Table-Funktionen erzählen wird. Genau, danke fürs. Jetzt kommen wir zu dem zweiten großen Teil. Das heißt, jetzt haben wir die AMDB-Procedures gehabt. Jetzt kommen wir zu den CDS-Table-Functions. Der große Unterschied, den wir da gleich mal haben, das Ganze wird nicht in der ABAP-Klasse definiert, sondern wir haben eine DDL-Definition. Und in dieser DDL-Definition, die wir mit Table-Function definieren und dann vergeben wir einen DDL-Namen. Man kann da auch Parameter definieren und in dieser DDL wird auch die Struktur für diese Table-Function definiert über das Codewort Returns. Das heißt, die Definition der Schnittstelle erfolgt hier über den CDS. Die Parameter kann man auch übergeben, mit übergeben, definieren. Wird auch typisiert, mit übergeben. Und die Rückgabeparameter, die Struktur wird eben in der DDL definiert. Damit dann das ganze Ding natürlich auch irgendwo geschrieben werden kann, wird die Klasse, die das implementiert, einfach mitgegeben über implemented by method und da wird dann eine statische Methode in einer Klasse angelegt. Wie schaut jetzt diese Klasse aus, die das implementiert? Wir haben hier die Klassendefinition. Wir sehen wieder, wir haben hier unser Interface, dieses Marker-Interface und eine statische statische Methodendefinition. Das Interessante ist hier, wir haben hier keine Parameter, sondern wir sagen hier einfach Class-Method, dann den Methodennamen und die Parameterdefinition haben wir ja schon im CDS
in der DDL erledigt. Das heißt, wir sagen hier einfach nur for table function und geben dann den Namen der table function an, die wir in der DDL übersetzt haben. Das heißt, so wird quasi die Struktur festgelegt, welche Importing-Parameter es gibt. Es gibt dann natürlich nur einen Returning-Parameter, der hat dann die Struktur der Felder, die in der DDL definiert worden sind. Wie schaut da jetzt die Implementierung aus? Wir sehen wieder, wir haben eine normale Methode, die mit ein paar zusätzlichen Parametern, Definitionen gespickt ist. Das erste ist, wir sagen hier for table function, for HDB Language SQL Script, ähnlich wie wir es vorher bei der Procedure gehabt haben. Wir haben hier die Options read-only, das heißt, es geht nur read-only. Da das Ganze Select-Zugriff ist, haben wir ja vorher gesehen, bei den Table Functions können wir nur lesen. Dieses read-only muss man explizit angeben. Wir sagen dann auch, auf welche Datenbankobjekte, auf welche Datenbanktabelle wir zugreifen wollen. Und das erste Kommando in dem Ding ist dann gleich mal ein Return, weil wir etwas zurückliefern. Wir wollen ja nur die Ergebnismenge zurückliefern. Das heißt, das quasi letzte Statement in der Methode muss das Return-Statement sein. Hier machen wir also gleich den Return von unserem Select und liefern den entsprechend zurück. Wie schaut jetzt so ein Aufruf aus? Das heißt, wie kann ich jetzt Daten von dieser CDS-Entity, von dieser Table-Function mir liefern lassen? Das Ganze ist ein normaler ABAP SQL Select. In diesem Fall hier einen Select-Stern from und unsere Table-Function. Und wir können auch wie bei CDS-Views mit Parametern den Parameterwert entsprechend übergeben und bekommen die Ergebnismenge als Tabelle zurückgeliefert. Das heißt, es ist ganz normaler Zugriff, aber SQL-Zugriff. Hat den Vorteil, man kann das Ganze natürlich auch als Join benutzen. Das heißt, ich kann mir eine Table-Function, eine CDS-Table-Function anlegen, die zum Beispiel auf Fuzzy-Logik beruht und mit dieser Fuzzy-Logik dann automatisch gleich über Joins zusätzliche Daten in meinem ABAP-Report bereitstellen lassen. In dem Fall leider nur lesen. Wenn ich was schreiben brauche, brauche ich die ABAP-Procedure. So, dann ein paar Punkte um AMDB und SQL, um die Einschränkungen. Es sind keine DDL-Statements erlaubt. Das heißt, ich kann bei den Table-Functions kein Grade, kein Drop machen. Das heißt, ich kann keine Datenbankobjekte anlegen in den AMDBs. Es sind natürlich da drinnen keine transaktionalen Kommandos erlaubt. Das heißt, ich kann kein Commit oder Rollback machen, würde natürlich die ganze transaktionale Handling zerstören. Bei Exec SQL, also bei Exec and Exec, war das damals noch möglich. Ist aber nicht empfohlen, weil natürlich Datenbank-Commit ausgeführt wird, obwohl die ABAP-Runtime davon nichts mitbekommt. Es geht momentan nur Zugriff auf das Default-Schema. Das heißt, ich kann noch nicht schemaübergreifend irgendwelche Daten manipulieren nur über die Procedures. Gebufferte Tabellen können nicht geändert werden. Das heißt, da hat man keine Möglichkeit, dass man dort drauf zugreift, weil natürlich zur Laufzeit diese Tabellen nicht aktualisiert werden. Und es gibt kein automatisches Mandantenhandling. Man kann aber über eine Session-Variable auf den Mandant zugreifen und den Mandant entsprechend abfragen. Jetzt noch ein Punkt zum AMDB-Debugging.
Es ist möglich, es ist nur eingeschränkt möglich und es ist nur im ADT möglich. Das heißt, wir müssen auf alle Fälle mit dem ABAP vor Eclipse arbeiten. Und man kann keine Werte übersetzen, man kann nichts überspringen, sondern man sieht nur, okay, was liefert quasi das Select oder das Datenbankkommando, das man abgesetzt hat, zurück, kann sich das anschauen und dann entscheiden, was man, wo der Fehler ist oder das Problem liegt. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, wie man quasi AMDBs implementieren kann, und das ist über die sogenannten AMDB Buddies. Das heißt, man kann quasi den Datenbankzugriff in AMDB Buddies auslagern. Es gibt dann für diese Buddies gewisse Einschränkungen. Erstens einmal, die dürfen nicht filterabhängig sein, das heißt, es gibt keine Filter auf diese Buddies, und es muss definitiv eine Default-Implementierung, also eine Fallback-Implementierung angelegt werden. Verwendbar ist das Ganze dann zum Beispiel über das Switch-Framework für die Business Functions. Das heißt, wenn man gewisse Business Functions aktiviert, werden dann unterschiedliche Datenbankzugriffe, also unterschiedliche SQL-Script-Kommandos ausgeführt, je nachdem, welcher Switch aktiv ist, welche Business Function aktiv ist. So, noch kurz zu AMDBs und sekundäre Datenbank-Connections. Es ist möglich, dass man da auf eine zweite Datenbank-Connection geht, und das Ganze kann man über den Parameter Connection steuern. Damit kann man quasi beim Aufruf mitgeben, welche Datenbank-Connection dieser Select verwenden soll, das heißt, auf welche Datenbank er gehen soll. Das ist erst verfügbar ab SIM40 SP8. So, wann verwende ich jetzt was? Das heißt, die erste Überlegung ist einmal, okay, kann ich meinen Datenbankzugriff über ABAP SQL durchführen? Was habe ich für Möglichkeiten, entweder den ABAP, also wirklich im ABAP den SQL auszuführen oder auch einen CDS-View aufzubauen und mit dem die ganzen Sachen auszuführen. Ich kann die Funktionalitäten von SQL Expressions nutzen, wo man schon sehr viele Möglichkeiten haben, um Berechnungen durchzuführen, um bestimmte Abfragen zu machen. Ich kann natürlich auch Common Tables Expressions nehmen, die CTEs, das ist ein auch sehr, sehr mächtiges Werkzeug, um Funktionen, um meine Daten zu selektieren, um Performance-Steigerungen durchzuführen. Wenn das Ganze dann nicht mehr möglich ist, und wenn ich natürlich Datenbank unabhängig sein möchte, dann muss ich das Ganze mit ABAP SQL machen. Geht das Ganze nicht mehr, dann ist natürlich auch noch die Möglichkeit, okay, es gibt Datenbank-Hints, es gibt DB-Hints, mit denen ich auch das Verhalten der Select, der Datenbankzugriffe steuern kann. Und da gibt es möglicherweise irgendwelche Konstellationen, die mir dann helfen, meinen Select so zu designen, dass er das richtige Ergebnis liefert, dass er die richtige Performance hat. Und erst wenn das nicht mehr ausreicht, dann sollte man quasi auf AMDBs zurückgreifen, weil man dann eben auch datenbankabhängig wird. Und je nachdem, welche Anforderungen man hat, ist es dann zu entscheiden, okay, nehme ich jetzt die AMDB Procedure oder reicht mir eine Table Function, reicht mir lesender Zugriff, dann kann ich das Ganze über CDS Table Functions abbilden. Der letzte Ding ist natürlich, okay, es geht über AMDB auch nicht mehr. Dann kann ich wirklich über das ADBC, über die ABAP Database Connectivity, das ist eine eigene Klasse, mit der man Statements generieren und absetzen kann, oder auch
Es funktioniert natürlich immer noch ExecSQL, sollte man aber nicht mehr verwenden. Das heißt, das ist dann der wirklich letzte Fall, wo man sehr, sehr datenbanknahe dann drauf ist. Das wollte ich eben gerade ergänzen. Das sollte eigentlich wirklich die extreme Ausnahme sein, dass man vor allem nur immer mit ADBC arbeitet oder warum auch immer sogar mit ExecSQL. Also das sollte man eigentlich, wenn es geht, nicht mehr verwenden. Genau, dann noch ein paar ergänzende Materialien. Es gibt vom Thomas Jung eine gute Einführung in das Thema AMDBs. Findet sie auf YouTube. Es gibt auch sehr schöne Developer-Tutorials, das heißt auf developers.sub.com gibt es super Anleitungen, die man durchgehen kann, die man sich anschauen kann, die man probieren kann. Und es gibt auch ein Buch, Subscript for SAP HANA. Gibt es auch nochmal da, das gibt es auch, auch in Deutsch oder Englisch, vom Jörg Brandes. Der Jörg Brandes, da ist der Twitter-Link nochmal, der ist übrigens, der macht viel Content, was Richtung SQL Script und AMDB betrifft. Und man findet viel, wenn man noch ihn googelt und noch ihn sucht. Genau, dann noch ein paar Blogs und Subnotes und das war es dann von unserer Seite. Ja, so viel, jetzt haben wir ein paar Minuten gewonnen, aber ja, die Live-Demos waren ja nicht dabei, aber so viel zu den AMDBs. Und ich muss aus Erfahrung jetzt sagen, also wir verwenden es noch nicht sehr oft, aber doch da und dort, wenn man eben genau ein bisschen speziellere Funktionen braucht und ein bisschen vielleicht eben die Phasensuche, das ist mein klassisches Beispiel eigentlich immer wieder, dann verwende ich es sehr wohl und es ist echt nicht schwierig. Also man findet ganz schnell mit ein bisschen Google, ein paar unterstützende Blogs vielleicht, findet man ganz schnell zu einem, wie man das implementiert und es geht ganz leicht von der Hand. Eine wichtige Sache, ohne ADT gibt es das nicht. Die Buggen und so weiter. Also wir sind da wieder in der ADT unterwegs, um das sinnvoll zu verwenden. Könnte man es überhaupt editieren in der SE80? Weißt du das, Tommy? Wenn man es einmal gepflegt hat? Ich glaube, anzeigen kann man es wahrscheinlich. So ein AMDB. Aber ich glaube, editieren kann man es nicht. Also wie auch immer, ich habe es noch nie probiert, muss ich ehrlich sagen, ich mache das mal in der ADT.